Auch heute warne ich euch wieder vor großen, großen Fehlern. Ich habe hier einige Skincare-Produkte, die ich nie wieder kaufen würde. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir müssen über Skincare reden. Ich habe über die letzten Jahre vieles über Skincare gelernt. Ich habe die Erfolge in meiner Haut gesehen. Ich habe aber auch festgestellt, was für meine Haut nicht funktioniert. Und das würde ich gerne mit euch teilen. Ganz, 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 ganz wichtig. Jede Haut ist natürlich anders und jede Haut und jeder mag natürlich auch andere Dinge. Manche wollen etwas in einem Produkt haben. Andere Sachen wiederum nicht. Ich bin da recht gleichgültig. Ich habe kein Problem damit, wenn in Skincare Duftstoffen drin ist, weil ich nie wirklich auf die Duftstoffe reagiert habe. Das ist aber komplett up to you. Ich rede hier nur von meinen Empfindungen und möchte auch direkt mit dem Video starten. Aber falls ihr hier neu seid oder es noch nicht getan habt, ich sehe es nämlich immer wieder. Abonniert gerne den Kanal und ihr müsst, wenn ihr am Handy schaut, nicht nur auf Abonnieren drücken, sondern ihr müsst dann auch nochmal auf die Glocke drücken, damit ihr die Benachrichtigungen bekommt. Sonst verpasst ihr die ganzen schönen Videos. Wir starten direkt mit einem Produkt bzw. zwei Produkten. Ihr wisst es, ich bin ein großer Fenty Beauty Fan und zu großen Teilen auch Fenty Skin Fan. Es gibt einige Produkte von Fenty Skin, die in meiner Pflegeroutine nicht fehlen dürfen. Das ist einmal der Total Cleanser und der Fat Water Toner. Es gibt aber auch so ein paar Produkte, die für mich leider wirklich gar nicht funktioniert haben und die ich euch auch nicht empfehlen würde. Und das sind Peelings. Das trifft jetzt nicht nur auf die Fenty Beauty Produkte zu, sondern generell auf alles, was Peeling hat. Also mechanische Peelings. Ich habe hier einmal das Cherry Dub Superfine Face Scrub. Ich habe es kaum benutzt. Einmal habe festgestellt, ich kann das nicht benutzen. Das riecht recht gut. Es riecht so ein bisschen nach einer verlorenen Kirsche. Es ist eine rötliche Textur. Aber hier sind Peelingkörner mit drin. Recht fein im Vergleich zu anderen Peelings, aber dennoch Peelingkörner. Und was passiert, wenn ihr Peelingkörner benutzt? Ja, ihr nehmt euch auch so ein bisschen die oberste Hautschicht ab. Diese toten Hautschüppchen werden entfernt. Das Schlimme daran ist aber, je nachdem, was für Partikel mit drin sind und am Ende des Tages machen alle ähnlichen Schaden, manche mehr, manche weniger. Ihr macht euch kleine Mikroschnitte in die Haut, kleine Verletzungen auf der Hautoberfläche. Und ihr müsst euch vorstellen, die Haut ist wie so eine Frischhaltefolie für unseren Körper. Und wenn ihr da nur einmal mit dem Nagel falsch rangekommen seid, dann habt ihr hier einen Riss in der Frischhaltefolie. Und das ermöglicht Bakterien, Viren, Pilzen in die Haut einzudringen und sich zu entzünden. Und das ist nicht nur im Gesicht der Fall, sondern auch am ganzen Körper. Und deswegen mache ich niemals unter keinen Umständen mechanische Peelings mit Peelingkörnern, egal ob im Gesicht oder am Körper. Ich habe das früher regelmäßig gemacht, weil irgendwann kam so ein bisschen der Trend auf, ja, man muss unbedingt Peelings machen. Ist auch super, super wichtig, ein Peeling zu machen und regelmäßig die Haut von den toten Hautschüppchen zu entfernen, weil die Haut einfach ein bisschen frischer aussieht. Die Pflegeprodukte können besser in die Haut eindringen, aber es macht am Ende mehr Schaden, als es euch hilft. Vor allen Dingen, wenn man auch mit chemischen Peelings arbeiten kann. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele mild formulierte in der Drogerie. Ich habe hier auch eins, was in die Richtung geht. Das hat für mich leider nur nicht funktioniert. Aber macht bitte keine mechanischen Peelings. Auch nicht an dem Körper, auch nicht am Bein, auch nicht an den Füßen, weil es ist überall dieselbe Haut. Und hier ist die Körperversion davon: Cherry Dub Triple Action AHA Body Scrub. AHA ist Alpha-Hydroxy-Acid, also eine Säure, die ihr gut benutzen könnt, um chemische Peelings zu machen. Aber die Kombination aus dem mechanischen und dem chemischen ist sogar, finde ich, schon fast zu grob. Erstmal ist das ein sehr, 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 sehr grobes Peeling. Also ist schon so grob, dass du mehr Peeling als Pflege mit drin hast. Es riecht auch sehr gut, aber es ist einfach viel zu grob. Und selbst wenn ich das hier jetzt wegmache, merke ich, dass es wehtut. Und ein Peeling soll nicht wehtun. Ihr könnt auch beispielsweise ein großartiges Produkt ist das hier von The Ordinary. Damit könnt ihr euch auch eure Beine peelen. Damit könnt ihr euch auch euren Poppes peelen. Damit könnt ihr euch eure Füße peelen. Aber chemisch. Ohne dass es so aggressiv ist. Deswegen bitte, bitte, bitte hört auf diese Body Scrubs. Sugar Oil Body Scrub sehe ich in jeder LE von Isana und Balea jedes Jahr mit verschiedenen Düften. Ihr macht ein chemisches Peeling und ölt euch dann am Ende ein. Es tut eurer Haut nicht gut. Deswegen beide
leider weg. Im selben Atemzug ein chemisches Peeling, was für mich nicht funktioniert hat, was ich jetzt auch weggemacht habe. Das ist von Charlotte Tilbury, der Glow Toner. Erstmal, er riecht... Ihr erinnert euch an die Bodylotion, die ich ja, wo ich ja wirklich, wirklich schlimme Würgereize kriege. Das riecht genauso. Hier finde ich es nicht ganz so schlimm, weil ich ja meistens weitere Produkte mit auf mein Gesicht gebe und ich habe auch grundlegend kein Problem mit Duftstoffen in Produkten. Aber der hier war mir persönlich viel zu stark und ich habe davon Unreinheiten bekommen. Und ich weiß nicht, woran es lag, ob es an der Kombination aus diesen Peptiden und dem Niacinamid mit diesem Exfoliant war, aber es war mir viel zu aggressiv und ist für mich, und da bin ich, ist schwierig, wenn Make-up-Brands mit Skincare rauskommen, ist es immer noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, als wenn Skincare-Brands mit Make-up rauskommen. Es macht einen großen Unterschied, weil Skincare natürlich heutzutage eine sehr, sehr große Industrie ist, die sehr, sehr viel Geld bringt, wäre ich da immer vorsichtig. Charlotte Tilbury hat tolle pflegende Produkte, die Magic Cream, die Magic Water Cream ist auch sehr gut. Das ist aber ein Produkt, das würde ich mir nicht mehr kaufen, vor allen Dingen auch nicht für den Preis. Es gibt so viele gute andere chemische Peelings in der Drogerie von No Cosmetics beispielsweise oder The Ordinary oder The Inky List, mit denen ihr sehr, sehr gut arbeiten könnt. Da bin ich also wirklich, wirklich raus. Ein Produkt, was die Schwester von meinem allerliebsten Produkt ist, was für mich aber nicht funktioniert hat, ist der Fenty Beauty Fat Water Milky Toner. Es gibt den einmal in durchsichtig, das ist das Fat Water, und es gibt nochmal den Milky Toner. Der sollte so ein bisschen mehr Feuchtigkeit spenden, aber der hat mir extreme Unreinheiten gebracht. Das war wirklich bemerkenswert zu beobachten. Ich habe eine sehr gute Haut. Klar, ich habe auch hier mal einen kleinen Pickel und klar habe ich auch mal Mitesserchen und klar habe ich auch mal ein Problem mit meiner Haut. Aber grundlegend ist die Haut recht gut, weil ich einfach weil ich mittlerweile weiß, welche Produkte ich benutze und welche ich wann benutze vor allen Dingen. Ich nehme nicht jeden Tag das Gleiche, sondern ich arbeite punktuell und tagesaktuell. Wie ist das Wetter? Wie ist meine Haut? Was habe ich heute gemacht? Was mache ich morgen? Wenn ich weiß, ich habe morgen den ganzen Tag auf dem Sofa zu liegen, was sehr selten vorkommt, dann mache ich gerne abends auch mal eine richtig, richtig starke Peeling-Session, damit die Haut sich am nächsten Tag beruhigen kann, dass ich nicht am nächsten Tag gleich wieder Make-up trage und mich fünfmal abschminken muss. Und hier habe ich sofort gemerkt, ich habe es einmal benutzt und ich habe ihm wirklich die komplette Chance gegeben. Ich habe auch mal eine Kur gemacht damit, dass ich gesagt habe, okay, ich benutze den jetzt mal 2 Wochen lang durch. Großer Fehler, habe ich leider nicht vertragen. Ich weiß nicht, was es war, was hier drin ist, aber im Vergleich zu dem anderen, der sehr schnell einzieht, der sehr schnell die Haut so ein bisschen wieder beruhigt, wenn man sich abschminkt, ne, dann hat man ja oft so das Gefühl, dass die Haut so ein bisschen spannt. Das Fat Water sofort weg, Feuchtigkeit, Pflege, alles gut, die Haut ist bereit für die weitere Pflege. Das war mir zu viel schon für einen Toner. Ich hatte das Gefühl, dass alles, was auch danach kam, dann einfach zu viel für die Haut war. Die Haut hat das nicht mehr so gut aufgenommen. Deswegen würde ich auch von diesem hier abraten. Ein Produkt, was mich wirklich maßlos enttäuscht hat und auch viele von euch, ist von Compeed, die Anti-Pickle Patches. Da muss ich sagen, ich habe es auch falsch benutzt am Anfang. Ich habe es dann noch ein paar Mal probiert, aber die sind nicht nur unverschämt teuer, sondern du darfst auch nichts auf der Haut haben. Und das ist so ein bisschen schwierig. Du hast hier so einen kleinen Blister, kannst es dann abmachen, kannst es dann sehr hygienisch auf deiner Haut machen. Aber sobald du nur etwas Rückstand von deiner Creme oder Feuchtigkeit drauf hast, klebt das Produkt nicht mehr. Und dafür sind 15 Euro für, ich glaube hier waren 12 Stück drin oder 12 Euro für 15 Kleber, viel zu viel. Ich liebe Pickle Patches, ich schwöre drauf. Ich hatte hier neulich einen, der war am nächsten Tag so, dass ich ihn gut überdecken konnte. Kauft euch die von Balea, das sind die besten. Nicht die von Schebens, nicht die von Compeed, einfach die von Balea. Reicht völlig aus. Und vor allen Dingen, tauscht die auch gerne mal am Tag aus. Ne? Also meistens mache ich morgens einen rauf und dann nach dem Mittagessen nehme ich den ab, mache einen neuen rauf. Das ist mir bei 95 Cent, ist mir das wurscht, ob ich 2, 4 oder 6 am Tag benutze. Aber wenn ich hier 12 Stück für 15 Euro habe, nee, und dann halten die nicht. Also ich habe am Anfang, bis ich den ersten drauf hatte, bestimmt 4 Stück in den Sand gesetzt. Das ist es mir einfach nicht wert. Und als ich ihn dann drauf habe, habe ich nicht so gute Erfolge gehabt wie mit den von Balea. Deswegen die Compeed Pickle Patches wirklich eine der größten Flops des Jahres.
Ein Produkt, was jetzt wegkommt, was ich auch nicht mehr nachkaufen werde, ist von Drunk Elephant das Virgin Marula Luxury Face Oil. Meine Skincare-Routine ist sehr, sehr exzessiv meistens, wenn ich die Zeit dazu habe. Und ich schließe sie immer mit einem Öl ab. Ich habe das von meiner Oma aus Italien. Die hat immer, immer, immer Olivenöl in ihr Gesicht gemacht. Wir hatten einen Olivenhain, haben unser eigenes Olivenöl gemacht und sie hat sich damit immer abgeschminkt und das als Pflege benutzt. Und das, für mich ist Olivenöl ein ganz, ganz wichtiger Teil von meinem Körper. Und ich glaube auch, ist sehr, sehr esoterisch. Und ich bin eigentlich nicht die Esoterik-Maus, aber je nachdem, wo ihr herkommt, habe ich zumindest das Gefühl, dass das so ein bisschen unterstützender ist. Für mich ist Olivenöl ein ganz, ganz toller Bestandteil auch für meine Haut- und Haarpflegeroutine, weil ich in meinem Kopf, ich bin aus dem Süden Europas und habe sehr, sehr viele Jahrhunderte in meiner Familie vorher dort gelebt. Deswegen funktioniert das für mich sehr, sehr gut. Wenn ihr vielleicht Verwandte aus Norwegen habt, kann das schon wieder nicht funktionieren. Das ist aber, daran glaube ich zumindest oder danach lebe ich auch so ein bisschen, auch was ich esse und so. Ne? Das Virgin Marula Oil ist ein gutes Öl, es ist aber zu teuer, um die Pflege abzuschließen. Ich nehme meistens dieses hier von Typology. Ich hatte auch mal das von Charlotte Tilbury, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Das war mir aber zu rutschig. Das von Typology ist nicht so stark beduftet, das ist ganz, ganz mild, es schmiert nicht so und es zieht auch so ein bisschen ein. Bei Gesichtsölen funktioniert das für mich gut, ist aber im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zu viel gewesen. Ein Produkt, da werde ich mich wahrscheinlich sehr, 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 sehr unbeliebt machen. Aber ich bin der Meinung, dass je billiger, nicht günstig, sondern je billiger ein Produkt ist, desto weniger kann es für die Haut machen. Und ich liebe Sheet Masks, also Masken, die ihr als Tubmasken applizieren könnt. Aber ich habe ein ganz, 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 ganz großes Problem mit diesen Masken hier. Mit diesen super bunten, super süßen Bärchenmasken und was weiß ich. Das Einzige, was diese Masken machen, ist Müll. Und sie sind einfach, ich habe das ist, für mich sind diese günstigen Masken. Die ist jetzt hier von Max & More oder Max Brands Action. Ich nehme da jetzt mal diese Garnier-Sheet-Masken raus oder die Schäben-Sheet-Masks, die wirklich mehr Wirkstoff mit drin haben. Die Maske hat 24 oder 29 Cent gekostet. Was soll da drin sein, was meiner Haut gut tut? Na? Klar, Feuchtigkeit spenden ist immer wichtig. Und ganz, ganz wichtig, das nehme ich komplett aus der Regelung raus, ist die Me-Time. Ich glaube, dass diese Sheet-Masks mehr Ruhe geben für sich selbst, wenn man sich die Zeit nehmen kann, als dass sie einen Effekt auf die Haut haben. Voll mit Duftstoffen, die lange auf der Haut bleiben. Und das ist, wie ich vergleiche diese Masken, diese bunten Masken, immer mit Softdrinks, mit Cola, mit Fanta, mit Sprite. Kann man mal trinken, aber wenn ich jeden Tag Cola, Fanta, Sprite trinke, vollgepackt mit Zucker, dann ist es vielleicht nicht so gut. Deswegen habe ich auch mittlerweile Abstand genommen von diesen sehr, sehr billigen Sheetmasks. Ich investiere lieber 1 Euro mehr in diese Sheetmaske, nehme dann die von Garnier beispielsweise, und habe mehr Effekt auf der Haut, ohne dass ich diese Irritation danach habe. Ich habe es oft festgestellt bei diesen sehr, sehr günstigen Masken, dass es kurz danach natürlich durch die Feuchtigkeit alles sehr, sehr schön aussah. Am nächsten Tag die Haut dann aber wirklich schlimm war. Das sind wirklich so ein paar Produkte, von denen ich euch wirklich, wirklich abraten kann. Ich bin sehr gespannt, welche Skincare-Produkte euch absolut gar nicht gefallen. Mit welchen Produkten habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.